Das ist zum Beispiel ganz cool gemacht. Und so würde der Art vielleicht irgendwie hier reinbringen. Ja, das müssen sie so ein bisschen anpassen, denke ich mal. Aktuell sind die Spielmodi nicht schlecht, aber sie sind auch nicht gut. So. Aber für den Anfang. Ist ja auch das erste Game. Ne? Fürs erste Game nicht schlecht, auf jeden Fall. So. Okay, alles klar, richtig was gespawnt hier. So, was haben wir denn eigentlich für Leute? Okay, Level 7. Du bist der Fünfer, der andere spielt seine erste Runde, Level 2. Alles Level 2 im Gegnerteam und ein Neuner. Das ist einer hat Ahnung. Und drei laufen hinterher. Sehr gut. Gut. Und damit, Leute, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Wutespiel-Folge. Wie heißt das Spiel? Crucible. Crucible. Ich muss den Namen vergessen. Scheiße. Wieder mit dabei ist der wunderbare David vom Twitch-Kanal God of Nightmare. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, wir haben erste Runde mit Sven eine Klatsche gekriegt. Jetzt haben wir mal kurz rausgeschmissen, um zu gucken, ob es besser ohne ihn läuft. Aber Sven, ja, wenn ich da bin, wird gemobbt. Das ist die goldene Regel. So, ich bin an meinem Charakter geblieben. Warum? Ich habe da einen Skin für. Ja, schau mal, das ist der einzigste Grund. Das ist der einzigste Grund, um da dabei zu bleiben. Das. Ja. Da sind 10 Euro drin. Ne, 8 Euro, weißt du mal. 8 Euro sind da drin. Von Amazon. Nicht von mir? Von Amazon. Ja, das sind halt ey, wirklich 8 Euro geschenkt. Also schaut mal in das Game vorbei, ja. 8 Euro umsonst. Crucible auf Steam, free to play. Klar, kann man Skins kaufen, ist halt der Klassiker bei einem Free-to-Play-Game. Von Amazon Games, ihr seht das System. Es gibt auch noch einen Battle Royale-Modus, den werden wir natürlich auch nochmal irgendwann bringen, aber erstmal wollen wir gucken, dafür das hier nochmal rocken, um unsere Ehre hier nochmal ein bisschen rauszubekommen. Ach ja, hier kannst du dich heilen, by the way, ne? Oh, ich bin Half-Life. Ah. Ah. Du läufst einfach. Alles klar, easy. Sehr gut. Ist auf jeden Fall sehr teambasiert, also wenn ihr auf jeden Fall ein paar Leute mehr seid, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Mit Random also ist vielleicht schon mal ein bisschen schwieriger, weil läuft meistens darauf hinaus, dass irgendeiner den anderen hinterherläuft. Und so kann man sich natürlich. Ja. Kann man sich natürlich besser absprechen, wie in jedem anderen Spiel auch. Aber. Ja. Hier merkst du es halt nochmal deutlich, wie ich finde. Also ich finde, hier könnten sie echt noch einen In-Game-Chat reinbringen, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen besser, ja. Im Gameplay her. Aber ja. Gut, es steht ja noch am Anfang seiner Bühne. Ja, immerhin gibt es ein Ping-System, das ist immerhin schon mal ein Anfang. Oh, hier waren die Gegner. Tomato will dafür uns sammeln, das ist schon mal gut. Naja, Steuerung, mal gucken. Ich glaube, auf der anderen Seite der Wand sieht es ziemlich krass nach Gegnern aus. Schau mich gerade um. Personal Opinion. Und. So, ab zum Schwarm. Erstmal Ping. Ah, da. Okay, ne. Level 2, immerhin. Ja, Level 2, damit habe ich meine abgehängt. Zweite passive Fähigkeit freigeschaltet. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, so, das erinnert mich wirklich so ein bisschen an Paragon und so, gerade so die Draufsicht und so. Ja, ich finde auch, viele Charaktere haben ein bisschen sowas von Paragon. Oh, ich habe Gegner hier vor mir. Ja, da hinten sind auch welche. Genau. Habe ich gesehen. Ja, der kommt. Ja, direkt hier. Oh lol, hier sind mehrere, okay. Ja, hier sind mehrere. Ja, Alter, die haben mir direkt Damage gemacht. Holy moly. Yep. Okay, 200, bin gleich down. Ja, die konzentrieren sich auf dich gerade. Ja, ich bin down. Scheiße. Wo ist meine Maus? Da. Nehmen wir den nächsten Punkt.
vielleicht nochmal ranzukommen. Ja, okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Was sind wir jetzt? One on one? Ne, zwei von uns leben noch? Ne, es ist jetzt one on one gefühlt. So, jetzt spawnen wieder. Aber ein Kamera-Initiative wäre aber cool. Ich habe zwar einen getötet, aber... Ah, du warst auch noch da. Du sagst doch ganz Zeit, du bist tot. Oh mein Gott, der ist gar nicht so schlecht. Okay. Alter, was ist denn das für eine Rakete? Ach, das ist auch einer! Scheiß mich an, ey! Ich dachte, das wäre... Ich hab den Roboter nicht als Gegner erkannt. Kacke! Ja, das ist ein Gegner. Stimmt, das hab ich... Ja, das ist mir entfallen. Scheiße. Was ich aber so bisher verstanden habe, ist, dass wir irgendwie... Da? Kopfgeldjäger sind. Ah, bei mir ist auch direkt einer. Macht mich! Scheiße. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Wir haben nicht so viele noch zwei bei mir! Fehler. Ah! Bitte. Ich habe schon gemerkt, wir haben nicht so viele PvPler hier. Geht in dem Haarwasser ein? Ah ne, sind viele, ne? Bist du. Bin ich gerade. Ja. Na, sag ich. Nimm Haarwasser. So, jetzt spawnen wieder. Dritte Chance. So. Naja, das ist so ein bisschen Eingewöhnungssache. Okay, ich habe jetzt schon. Oh, fuck it. Bin bei, direkt bei Earl und ich sind direkt gleichzeitig spawnen. Du schaffst das. Ich schaff das nicht. Tschüss. Nicht alleine auf jeden Fall. So, also wir sind auf jeden Fall wieder zu dritt hier gespawnt. Oh lol, die ist ja direkt hinter mir, okay, alles klar. Tschüss. Bin so gut wie tot. Na, ist er dich? Ich lauf dagegen. Also, alle sind da, holy moly. Ah, ist ja Schande Roboter. Einen haben wir down. Einer ist tot. Ah, wo ist der Roboter? Hinter dir war der. Okay, ich hab's gemerkt. Oh, eine macht mich. Oh, knapp. Aber ich habe auch noch ein bisschen Damage versetzt. Aber waren auch noch zwei. Scheiße. Alter, was ist aber das? 2 gegen 2. Raketen, Dude. Meinst du oder wie meinst du? Tomato. Tomato. Ah ja, ja. Der Earl. Ja, den Charakter habe ich im Tutorial gespielt, war sicher überfordert. Ich habe den Soldaten gespielt, ich war auch sicher überfordert. So, jetzt bauen wir dieses wieder, immerhin. Ah, das Problem ist, wir werden den Schwarm nicht bekommen. Naja. Fazit lag vielleicht nicht an Sven. Lag vielleicht nicht unbedingt daran. Schauen wir mal. Die sind halt jetzt gerade sehr, sehr groß verteilt und das ist nicht gut. Achso, schleicht man auch, wenn man dann den Modus anhat. Ah, okay. Den Spielmodus. Ja, wenn du den Spielmodus anhast, dann schleichst du. Holen wir uns den Schwarm oder was? Meiner ist ganz auf jeden Fall ganz motiviert mit dem Schwarm holen. Ja, wow, okay, alles klar. Aua! Ich wurde von 3 Leuten getötet, Alter. Dieser Roboter, ne? Roboter ist OP? Du hast gesagt, meiner ist OP. Ja, eigentlich ist deiner OP, also... Ich finde der schon krass. Also dafür, dass er halt keinen Fernkampf hat, hat er halt gegen Fernkampf... Leute, 1000-mal mehr Chance als jeder andere Charakter. Oh man. Ich häng gerade die ganze Zeit allein, das ist sehr, sehr schlecht. Ja, wir kämpfen gerade zu zwei Gegner, ich sehe schon.
Oh, den kriegt ihr, Jo, nice. Einer ist tot. Einer von uns ist auch. Oh, fuck mich an. Scheiße, bin schon wieder gestorben. Oh Mann. Komm her, mach was. Ich kann nichts machen. Zum Machen, ja. Was ist denn das? Hallo Günther, ist okay. Günther. Tomato Günther. Na. Ach, Günther. Okay. Gut, Tomate fällt. Janik kommt wieder. Dreh dich drauf. So. Problem ist, wir werden wahrscheinlich nicht gewinnen. Haben wir schon den zweiten Schwarm getötet? Nein. Okay, ich werde mal gucken, ob ich den zweiten Schwarm bekomme. Vergiss nicht, du hast auch ein Heal Pack, ne? Auf G. Ah, okay. Ja. Da denke ich nicht drüber nach. Ja, gut. Fuck, ey, ich muss. Hey, ich hatte eh noch keine Situation, dass das wichtig war bisher. Ach ja, genau, Alter. Fuck it, und wieder weg. GG, sagst du? GG, ja. GG. G. Fucking G. Ich dachte, LOL ist anstrengend. Das ist einfach mal anstrengend. Obwohl das nur von Post-Shooter ist. Ja. Ah, so Shooter-mäßig ist das für mich nicht. Für mich schon. Für mich ist das Umlaufen. Alter, ob die mich jetzt alle verfolgen? Also, ich weiß nicht, wie lange ich die ablenken kann, aber ich versuch's mal. Hm. Mal versuch's mal, in die Nähe von dir zu kommen. Als ob mich da drei Leute verfolgt. Das ist so. Augen nach der Tür. Ich meine, das Spiel hat so viel Potenzial. Ja, das hast du auch für mich. Okay. Ja. Oh, also ich werde direkt wieder durchgerammelt. Die Spawn-Animation hätten sie auch anders machen können. Aber ich verstehe nicht. Okay, ich werde sterben. Ich werde so safe sterben. Oh lol. Tschüss. Hey, ich hab sogar noch mal Spawn, nice. Jetzt meist krass. Das ist jetzt gerade mittendrin. Auf der anderen Seite der Map gespawnt. Ja, easy. So, ab vom Schwarm sagst du und schnell Snack. Alter, Finny. Merk schon, ich bin auch sicherlich nicht der Beste. Ich glaube, das sind alles Smurfs im Gegner-Team. Ich weiß nicht. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Dass ich hier nicht zum Zuge komme. Schanker in der Endzone registriert. Eine neue Schwimmzelle. Warte doch, du alle. Wer ist denn das? Unbekannter Spieler? Unbekannter Spieler, warte! Na. Oh mein Gott, wenn ich Glück habe, kann ich das Herz erobern. Oh nein, ich habe kein Glück. Oh Gott, ich werde. Ja, wir haben verloren.
Wir sind alle in der Nähe, 50 Meter noch. Ja, wir haben trotzdem verloren, die nehmen wir gerade das Herz schon ein. Zeit ist nicht so lang. Nein. Ah, bitte. Scheiße. Oh Mann. Immerhin wieder Silber geholt, hey. Scheiße. Ah. Immerhin wieder Gold geholt, ja. Oh Mann. Woran scheitert das gerade? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht muss man Sven nochmal mit mir austauschen, vielleicht lass das vor. Alter, die waren doch alle Level 2 außer der eine. Das kann ja nicht sein. Ja, das kann irgendwie nicht sein. Also. Holy moly. Aber immer noch ist doppelt so viel Schaden gemacht wie gerade. Alles Smurfs. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall, Leute, das war die zweite Folge von Crucible. Schaltet auf jeden Fall nochmal ein. Machen wir nochmal vielleicht eine dritte. Und schaut auf jeden Fall nochmal bei mir und David vorbei. twitch.tv/godofnightmare. Richtig? Richtig. Jeden Samstag und mindestens zweimal in der Woche. Aber jeden Samstag. Und der andere Tag ist random. Anderer Tag ist relativ random, allerdings dadurch jetzt, dass Twitch jetzt einen Zeitplan, also so einen Streamingplan eingebaut hat, wird das relativ jede Woche aktualisiert. Alles klar. Werdet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden sein, deswegen schaut vorbei und bis zur nächsten Folge von hoffentlich gewinnen wir das Scheißding mal Crucible. Werbung. Das ist so unfair. Wieso ist die Welt so mies? Ich will doch nur ein gutes Spiel haben. Genau, ich habe ein Spiel bei Orion gesehen und kann es mir nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Kann mir nicht jemand irgendwie eine Seite empfehlen, wo man günstig Spiele kaufen kann? Ja, das können wir. Echt? Wo denn? Bei Instant Gaming. Was ist Instant Gaming denn? Da ist All-In der offizielle Partner. Das bedeutet, wenn du über den Link, der in der Videobeschreibung stehst, draufklickst und dann ein Spiel dort kaufst, dann ist es nicht nur billig mit Garantie, sondern auch eine Unterstützung für All-In. Und das ohne, dass du noch was drauf bezahlst. Echt? Wirklich? Ja! 3% vom Kauf gehen an All-In. Oh, krass. Und damit unterstütze ich All-In? Ja! Boah. Und ich zahle nicht mehr? Nein, play smart, pay less, Junge. Boah, das ist echt cool. Vielen Dank. Kein Problem. Klick jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und los geht's. Geil. Diese Versuchung. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining, look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but